Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park, der ist von, ich sag mal einfach nur Silvester. Der ist von Silvester und Silvester hat das Ganze per E-Mail eingesendet. Ist auch vom 8.8., so wie der letzte Park. Das heißt, ist auch über einen Monat her. Aber wie gesagt, ich werde die jetzt alle so ein bisschen abarbeiten. Ihr habt euch alle so viel Mühe gegeben. Und der gute Silvester hat auch eine E-Mail dazu geschrieben, eine sehr kurze. Aber trotzdem, ich lese sie kurz vor. Hallo Dandy. Bitte um Bewertung meines Parks. Mein Park heißt Silvestron Theme Park. Parks. Danke, mit besten Grüßen, Silvester. Ja, das werden wir jetzt tun. Dankeschön fürs Einsenden und ich würde sagen, wir sehen uns direkt in deinem Park. Isla Nublar, 120 Meilen westlich in Costa Rica. Ich habe es nicht so schnell gelesen, ich glaube schon. Da sind wir. Auf Isla Nublar. Ich habe leider deinen Parknamen schon wieder vergessen. Ich glaube Silvestrons Theme Parks? Ich glaube schon. So heißt das Ganze. Und ich muss schon mal sagen, oh, der erste Eindruck, der ist ja schon mal sehr cool. Also ich sehe schon das Motto, ne? Es dreht sich alles um das Innovationszentrum. Und davon geht das wie so eine Jahreszeitenpizza so Gehege ab. Sehr coole Idee. Aber ich würde sagen, wir gehen auch hier an den Eingang und fliegen durch den Park. So, als ob wir ein Besucher wären. Silvestron Theme Parks. Jurassic. Okay. So heißt das Ganze. Wir kommen rein. Und das Erste, was man bekommt, ist natürlich Fressbuden hier vorne. Aber wir bekommen direkt einen Einblick auf Dinosaurier. Dinosaurier-Trainingsanlage. Okay. Ach so. Ja, okay. Coole Idee. Also man sieht sozusagen als Erstes... Oh, da hat irgendwas geschrien. Dein Ausbrutgehege, dein Hemd-Entwicklungslabor, da hinten ACU-Zentrum und den ganzen Industriekram hast du erstmal gebaut. Ach, finde ich eine coole Idee, dass man reinkommt und das direkt zu Gesicht bekommt. Und dann kommt man hier zu so ein paar Fressbuden. Das darf ja nicht fehlen in so einem Park. Restaurant 1, Bowlingbahn 1. Okay, ich glaube, die Namen brauche ich hier nicht überfliegen. Hier ist auf jeden Fall schöne Fressbuden gebaut. Sehr, sehr cool. Und dann geht es hier vorne zu so einem Kreis, wo du so einen kleinen Stein gemacht hast. Jetzt vielleicht noch hier so ein bisschen Gräser oder so machen können. Hat, glaube ich, cool ausgesehen. Das probieren wir mal aus. Wäre eigentlich nicht in eure Parks reinfuschen. Aber ich glaube, so ein paar Gräser und so hätten das Ganze noch ein bisschen schöner gemacht. So, das hättest du ruhig hier machen können. Ist aber nicht weiter schlimm. Ja, die Frage ist, wo gehen wir lang? Gehen wir jetzt hier den Hauptweg lang? Oh, du hast doch Namen vergeben. Okay. Stein? Wahrscheinlich Stein, ne? Stein der Macht und Gewalt. Wen ihr da. Okay, cool. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hinten lang, sonst verlaufen wir uns. Wir gehen erstmal hier den Weg lang. Auch hier jetzt so ein paar Bäume und Gräser fehlen mir hier so ein bisschen. Alles sehr leer. Also das hättest du ruhig machen können. Kannst ja beim nächsten Mal machen. Haus der paläobiologischen Pflanzen. Heißt das Haus so? Nee, ne? Das heißt einfach nur Gewächshaus, glaube ich. Palmnadelbäume, okay. Aber du siehst schon, was ich meine, ne? Hier so ein paar Bäume und so. Wäre schon nicht schlecht gewesen. Schon ein bisschen sehr wenig bewuchert, aber nicht weiter schlimm. Dann haben wir hier ein paar Beobachtungsgalerien. Boah, ein sehr interessantes Gehege. Gehen wir hier in diese rein. Mit Apatos. Okay. Und so einen kleinen Berg und einen Futterspender. Auch hier sehr wenig Bäume und so drin im Gehege. Da ist ja kein einziger Baum drin. Oh mein Gott. Die Armen. Ich glaube, die mögen doch voll gerne Wald, ne? Ja gut, das ist jetzt hier alles natürlich ausgestellt. Aber Wald ist bei Null. Und die Armen, die tun mir leid. Auch hier leider keine Namen. Aber wir fahren natürlich kurz mit der Jurassic Tour. Also du musst auf jeden Fall mehr Bäume und Landschaftsgestaltung machen. Definitiv. Allein schon, damit die Dinos ein schönes Gehege haben. Ich glaube, da hinten brauchen wir gar nicht rumfahren. Das können wir uns sparen. Also mal so wird die Strecke da hinten lang gehen. Aber die Dinos sind gerade alle hier. Die tun mir gerade echt ein bisschen leid, dass du den so wenig Liebe ins Gehege gepackt hast. Aber hier, einen schönen Jump über den Hügel, der darf nicht fehlen. Sehr cool. Okay, da unten ist er gerade am Trinken. Ah, tolle Dinos, ne? Aber Sauropoden ja allgemein. Der ist gerade an dem Schweif hängen geblieben. Oh, ich will was ausprobieren. Warte, wir machen kurz Action. Schnell, 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 lass mich durch. Ich will hier runter. Oh nein, ich rutsche. Wir gucken, ob der mich anhebt. Okay, kurzes Experiment, Leute. Wenn er gleich weggeht, was passiert? Ach, gar nichts. Wie langweilig. Schade.
Ich war nur ein kurzer Test. Also die Tour ist dann relativ kurz. Leider wenig Bäume und so. Schade, schade, schade. Also musst du auf jeden Fall ein bisschen mehr Bäume und Gräser und so machen beim nächsten Mal. Wäre nicht schlecht. Allein schon, dass wenn du so eine Tour fährst zum Beispiel, dass hier Bäume sind, damit du noch nicht siehst, was dich erwartet, weißt du? Weil wenn ich hier so eine Ebene habe, dann weiß ich, da hinten brauche ich gar nicht hinfahren, da sind eh keine Dinos. Hast du jetzt gerade gesehen, ne? Ist ja aber auch nicht schlimm. So, next. Hotel haben wir hier. Dann wieder weitere Fressbuden. Ich habe da mal ganz schnell rüber. Aber keine Namen und sowas. Hier ist die Bar. Und dann kommen wir hier nochmal zu einem Hotel. Hotel Strandblick, okay. Ja, leider kann man das hier aus dieser Sicht nicht sehen. Aber ich weiß, was du meinst. Hier vorne ist nämlich ein Strand. Ah, hier ist auch so ein Weg gemacht zum Strand. Coole Idee. Schade, dass es nicht so Deko-Elemente gibt, wie zum Beispiel Liegen und sowas, ne? Das wäre schon awesome, wenn man hier so einen Strandbereich bauen kann. Das würde ich feiern. Ich hoffe, es kommen noch mehr Deko-Objekte. Oder vielleicht akzeptieren sie ja irgendwann Mod-Unterstützung, was ich nicht glaube. Aber wäre mega nice. So, hier haben wir noch eine Beobachtungsgalerie. Und eine Gyros-Fernfahrt, cool. Aber ich sehe wieder keine Bäume. Doch, da hinten sind ein paar. Aber ich sehe schon mal... Sind das Mutaburas? Ich weiß es gerade nicht. Und Edmontus. Ja, Mutaburas. So. Jetzt sagen wir, gehen jetzt hier direkt rein, ne? Auch eine coole Wegform. Wie so ein Leuchtturm. Oder so ein Fernsehturm oder so. So, wir fahren Gyrosphäre. Let's go. Ja, aber auch hier fehlen mir wieder die Gräser und die Bäume, echt, muss ich echt sagen. Da bist du echt sparsam mit umgegangen. Hier sehen wir auf jeden Fall Edmontos und Mutaburas. Ganz tolle Dinosaurier mit ganz tollen Farben und Skins. Muss man auf jeden Fall sagen. Oh, was kommt denn da hinten noch? Ist hier noch was? Hi. Dracorex, das haben wir auch noch drin. Ja, cool. Versuch mal näher ranzukommen. Also klein die Dinger. Okay, er scheint nicht erfreut zu sein darüber, dass ich ihn so auf die Pelle rücke. Aber tolle Dinos. Wir fahren weiter. Oh, schaut mal links. Teletubbies sind am Start. Gehen wir in die Außenperspektive kurz. Oloro Titan haben wir hier auch noch. Ah, hier sind wenigstens mal ein paar Bäume und so. Ja, kannst ruhig mit... Also mit Bäumen und Gräsern brauchst du echt nicht so sparsam sein. Finde ich immer sehr schön. Aber hier ist natürlich ein toller Wasserbereich mit Sand und so. Oh, hier vorne kommen sogar mal ein paar Bäume. Okay. Sehr schön. Dann ist das Gehege ja doch nicht so leer. Ist auch ein richtig schöner Berg hier oben. Das finde ich cool. Okay, kommen hier noch Dinos? Ja, da vorne kommen sogar noch welche. Sehr nice. Hm, blockieren gerade sogar den Weg für die Kollegen da vorne. Die sind aber auch groß, die Dinger, ne? Das sind jetzt Iguanodons. Oh, er legt sich gerade schlafen. Oh, wie süß. No. Und sehr niedlich, ne? Roll jetzt auf ihn rauf. Schön belästigen beim Schlafen. Bisschen den Kopf kratzen. Na, juckt es? Komm, ich streichel dich. Dann kannst du besser schlafen. Wenn er mit dem Schwanz zuckt, dann ist er glücklich. Da, habt ihr es gesehen? Er ist glücklich durch das Strecken. Oh, sein Kumpel kommt hier schon. Boah! Er hat Kopfball gespielt. Okay, wir fahren weiter. Er hat uns so einen kleinen Hieb gegeben mit seinem Kopf. Okay, ich glaube, wir haben ja alles gesehen in dem Gehege. So, weiter geht's. Ich glaube, wir kommen sogar relativ schnell durch deinen Park. Bis jetzt. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Also sind wir hiermit schon gefahren? Nee, ne? Nächste Jurassic Tour. Auch mit. Das sieht schön aus hier mit den Wegen. Also, dass sie so enger werden. Das finde ich sehr cool. Sieht nice aus hier mit dem Eingangsbereich. Jurassic Tour. Oh, wir haben ganz viel zu entdecken hier mit Jurassic Touren und so. Das finde ich nice. So. Ah, hier haben wir auch Bäume und Sand und so. Das ist gut. Ist aber auch wieder ein Pflanzenfressergehege, wie es aussieht. Sehe da vorne Gallimimus. Hallo. Nee, kommt sogar her.
Da sind sie. Ach, ich liebe Gallinimos. Oh. Hier ist so ein Hügel drin. Ah, hier ist eine richtige Fressbude. Für die Dinos. Deswegen sind hier auch alle. Okay, das ist hier ein Archeo hier vorne. Glaube ich. Gallis sehe ich. Und ich weiß nicht, ob Struthios hier auch sind. Ich glaube, Struthios habe ich noch nicht gesehen. Da vorne sind, glaube ich, Struthios. Jo, das sind Struthiomimos. Hier, komm, wir machen den jetzt nass. Hier vorne. Toller Skin. Struthiomimos hat allgemein die schönsten Skins von diesen Vogelstraußartigen Dinos. Definitiv. Hier rechts haben wir nochmal so einen kleinen Bergbereich. Dann geht es hier durch so einen Zaun durch. Und da oben ist auch nochmal ein Turm. Da werden wir auch gleich nochmal einen Blick durch riskieren. Definitiv. Hier sind auch noch einige Türme. Wie cool das ist, ne? Wenn die hier also so lang laufen. Ich feier diese Dinos ja, ne? Diese Szene aus Jurassic Park 1, wo die da daran angerannt kommen, die finde ich auch mega nice. War doch Jurassic Park 1, glaube ich, ne? Wo die fast von den ganzen Gullies niedergetrampelt wurden. Hier sind auch nochmal ganz viele Beobachtungsgalerien. Und hier ist auch der tolle große Baum. Den mag ich auch gerne. Aber die Tour ist hier schon vorbei. Also es geht hier nur noch geradeaus. Das brauchen wir jetzt nicht machen. So, dann geht es hier rechts um die Ecke. Genau, hier waren wir ja schon. Dann haben wir uns dagegen entschieden. War auch, glaube ich, eine gute Idee, weil jetzt kommt man zu diesen ganzen Beobachtungsgalerien. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die unbedingt machen müssen. Finden die den Namen? Nee, ne? Nee. Aber diese ganzen Beobachtungssachen können wir uns jetzt, glaube ich, sparen. Das haben wir gerade schon alles gesehen durch das Gehege. Oh, ich freue mich ja schon auf dieses, auf die Jahreszeitenpizza, sage ich mal, ne? Freue ich mich wirklich drauf. Ich würde fast sagen, dass wir links rumgehen irgendwie. Also, dass wir hier abbiegen. Wobei, wir könnten auch erstmal in die Mitte gehen. Finde ich ja cool hier so, ne? Mit diesen Palmen. Sieht halt irgendwie schon nice aus. Dann kommt man hier nach so einem langen Weg in die Mitte, in das Innovationszentrum. Also, die Idee finde ich mega nice. War, glaube ich, richtig schwer, das zu bauen, dass das rund ist, oder? Weil das ist ja wirklich sehr gut rund hinbekommen. Nicht perfekt, aber sieht schon ziemlich gut aus. Kann man nicht anders sagen. Also, ist wirklich sehr rund geworden. Wie beim Italiener. So, und hier sehen wir schon direkt einen Indominus im Zaun. Hallo. Er ist einfach Rex. Na? Was machst du denn hier? Schaut in den Himmel. Hä? Das ist in Ordnung? Boah, das ist gefährlich aus. Stellt euch mal vor, ihr steht hier vorne am Zaun. Und er steht so vor euch. Puh, da hätte ich schon Angst. Wir gehen den Weg weiter. Es scheinen sich auch viele Besucher aufzuhalten. Bei der Pizza. Wissenschaftszentrum. Ja, hier links war dann das Dingslabor, ACU-Zentrale. Team Omega. Und Jurassic World Sicherheitszentrum. Dinosaurier-Orientierungs-. Ne, Ortungsstation. Ah, okay, coole Idee. Sehr nice. Cool. Habe ich auch noch nie gesehen. Hier sind so Bäume in den, also so Büsche in den Felsen drin. Boah, was mir direkt wieder auffällt, ne? Diese matschigen Texturen, ey. Ich weiß nicht, warum die die reingepatcht haben, also reingemacht haben. Guckt euch diese Textur einfach an. Hier von den Blättern, die ist ja scharf, ne? Also geht natürlich auch schärfer, aber die ist schon sehr gut. Aber die Textur dagegen, Alter, das ist wirklich... Eieieiei, ich hoffe wirklich, dass das noch gepatcht wird irgendwann. So, was haben wir hier? Ein Turm. Mit dem Blick auf ein sandiges Gehege. Sehr cool. Ja, das sieht nice aus. Was haben wir denn da gemischt? Das ist ja... Oh mein Gott. Das ist ja interesting. Müssen wir mal kurz reinfliegen. Hier haben wir einen Kano. Jakob. Hier ist dann so eine kleine Oase. Sehr nice. Und gemischt mit... Blue, Echo, Delta, mit Velociraptoren und einem Giga. Holy shit, okay. Und ganz vielen Ziegen. Die würden sich eigentlich fressen in echt, aber die Kampfhäufigkeit ist auf ausgestellt, gehe ich mal von aus. So, dann haben wir hier nochmal einen Turm, das brauchen wir nicht. Wir können den Turm hier machen. Der ist nämlich für das nächste Gehege. Und was haben wir denn hier?
Ich sehe schon wie heißt das? Fächer? Von dem Spino. Zwei Spinos sind da. Cool. Hier ist halt so ein richtig schönes Wassergehege. Boah, das sieht richtig nice aus. Schaut mal. Irgendwie voll die coole Form, ne? Das Wasser und dann hier der Baum. Gefällt mir. Bevor wir da gleich reinfliegen, gehen wir mal kurz hier die Hotels abfliegen. Wir sind nochmal ein paar Essenssachen, ein paar Hotels. Aber auch hier hättest du noch mit Bäumen, finde ich, arbeiten können und ein bisschen ausschmücken können. Das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk auf deine Pizza gelegt. Okay, hier sind die zwei Spinos. Ja, da kann man nicht viel falsch machen mit dem Spino, ne? Tolle Skins. Aber gute Gehegegestaltung hier, definitiv. Auch hier mit den Büschen, Bäumen und so und dem Wasser. Finde ich sehr cool. Die Bar. Die brauchen wir nicht durchgucken. Rennschienenbahnstation. So, das nächste Pizzastück. Was haben wir hier? Sucho Mimos zweimal. Oder dreimal? Ich weiß es nicht. Ne? Ich sehe gerade nur zweimal. Kann man auch nicht viel falsch mitmachen. Auch nur tolle Skins. Leider keine Namen. Aber cooler Dinosaurier. Auch hier ganz tolle Gehegegestaltung, finde ich. Hier mit dem Berg und so. Das sieht irgendwie nice aus. Ja, gefällt mir. Sieht cool aus. So. Oh, was haben wir denn hier? Hier links geht's hoch. Hier haben wir ACU-Bodeneinheit. Das ist aber mutig, ne? Fährt mal los und direkt hier den Jump. Ist ja genau mein Ding. Woo! Und ginge Palme. Lassen wir das lieber. Gehen wir hier in den nächsten Turm und schauen uns das nächste Pizzastück an. Auch wieder ein Wüstenstück. Da haben wir Triceratops, sehe ich. Glaube Stegimoloch. Ja. Und das war's, glaube ich, ne? Wir fliegen mal rein. Ja, aber hier. Ja, hier, das sieht halt. Ist halt schwierig, ne? Mit Sand. Es gibt halt kaum Sanddeko so. Man macht sich halt schnell die Sandoptik kaputt, wenn man was platziert. Das Problem habe ich ja bei meinem Desert Park auch. Aber es sieht halt schon sehr trist aus, ne? Vielleicht so ein bisschen hügeliger hätte man es machen können. Hier vorne hast du es ja gemacht. Das ist ganz nice. Aber hier hinten ist es halt sehr glatt. So, hier haben wir Stigis. Stigi-Stoko. Oh, die heißen sogar. Die haben sogar Namen. Gab es hier nicht noch mehr? Da. Stigimoloch und Stigimoloch. Okay. Ja, auch tolle Dinosaurier. Halten sich natürlich gerade alle in der Oase auf, logischerweise. Gibt's Trinken, gibt's Fressen. Warum sollte man da weggehen? Wird auch da bleiben. So, hier vorne sind wir jetzt schon an der Ecke von dem Vogelstrauß-Gehege, nenne ich es mal. Also wir haben es fast geschafft, den Park schon. Es ging relativ schnell. Hier haben wir den nächsten Blick. Oh, das ist so ein bergiges Gehege. Also man sieht schon die verschiedenen Mottos so von der Gegend. Finde ich nice. Hier sind Rexys drin, zwei Stück. Vielleicht bin ich da ja auch wieder vertreten. Auch sehr nice aus hier. Schaut euch das mal an von oben. Also sieht richtig cool aus hier. Mit dem Wasser und so. Hier haben wir Tyrannosaurus Rex. Und ich bin jetzt einfach mal so frei. Ha, jetzt bin ich in einem Park. Kannst du nichts gegen tun. Ja, Rex ist natürlich auch mega cool. Kann man nie was falsch mitmachen. Gerade dieser Skin, den finde ich mega nice. Und aus. So, und? Ich glaube, das war's, ne? Ne, wir waren noch nicht richtig. In dem Gehege waren wir. Hier waren wir aber noch nicht richtig drin. Da gehen wir nochmal rein. Hier haben wir Indominus und Rex. Okay. Ja, coole Dinosaurier. Auch hier, also es ist wieder ein ganz anderer Typ von der Gehegegestaltung. Finde ich mega nice. Ist halt wirklich wie so eine Jahreszeitenpizza. Also jedes Gehege hat richtig eine andere Optik. Also hast du echt cool gemacht. Ansonsten aber, ich kann dir empfehlen, echt viel mehr mit Büschen und Bäumen und so zu arbeiten, weil hier gibt es echt noch viele leere Stellen und sowas. Auch gerade hier in diesem Gehege, das ist hier ein gutes Beispiel. Ist halt sehr, sehr leer, die armen Dinos. Aber ist nicht weiter schlimm, kannst du ja beim nächsten Mal machen. Aber die Idee hier mit dem Kreis um das Innovationszentrum finde ich sehr cool. Und ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über ein Like freuen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Wie war der Name noch gleich? Genau, Sylvestron Theme Parks war der Name. Wie ihr den Park fandet, schreibt es mal in die Kommentare. Und falls ihr mal einen Park einsenden wollt, ich muss euch aber vorweg sagen, es wird ein bisschen dauern, bis ich die bewerte. Wie gesagt, dieser Park ist vom 8.8. Könnt euch ja so ein bisschen hochrechnen, wie lange es dauern wird, bis die neuen Parks rankommen. Aber ich werde jetzt ganz viel Zeit investieren und viele Parks davon aufnehmen, damit wir damit wieder auf einen aktuelleren Stand kommen. Ja genau, falls ihr mal einen einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht alles drin. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.